So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder eure Trans Julia, die spirituelle Anarchistin. Heute komme ich mal zum Video und zwar Dankesnachricht an einen YouTuber, der mich von meiner Krankheit geheilt hat. Wenn dich das interessiert, bleib bitte da und schau dir das Video bitte zu Ende an. Ja, Dankesnachricht an Heilmedium, Soul to Soul, EVP-Medium. Ich habe gedacht, ich muss da nun mal ein Video machen. Ich muss da echt nun mal, was der Mann mir getan hat, im positiven Sinne, das ist einfach ein Wahnsinn. Und ich möchte auch einfach nun mal einen Dank aussprechen. Nochmal einen tiefsten Dank. Ja, immer zu meiner Geschichte. Ich habe zig Jahre lang, ja, also ich bin jetzt 42 und habe fast 30 Jahre lang unter einer schweren Allergie gelitten. Ja, also Allergie, wo man wirklich sagen muss, das ist wirklich zum Kotzen, ja. Also, es war so, dass ich, sobald der Pollenflug war, ja, extrem niesen musste. Also, es war da auch ständiges Niesen. Meine Augen haben brutal immer gejuckt. Ich habe dann immer gerieben an meine Augen, bis sie dann richtig rot geworden sind, ja, und entzündet waren am Ende. Und durch dieses Niesen, ja, ist meine Lunge, also habe ich auch Schmerzen in der Lunge gehabt. Also es war dann richtig, ich war dann auch richtig fertig. Und diese Niesattacken gingen dann echt lang, dass ich nur noch genießt habe. Und am Ende war ich fertig, ja. Und so ging das übers Frühjahr und Sommer. Und ich habe mir gedacht, warum muss ich so leiden? Das gibt's doch gar nicht, gell. Es war dann auch so, dass teilweise auch mit Asthma Probleme gehabt habe, ja. Ich habe auch zeitweise ein Asthma-Spray gehabt, und diese Allergieattacken, da musste ich auch schon teilweise, als ich noch meinen Job gehabt habe als Briefzusteller, musste ich einfach daheim bleiben. Ja, also übrigens, ich habe auch jahrelang gearbeitet. Ich habe die meiste Zeit in meinem Leben habe ich auch gearbeitet, falls es wieder nicht wissen. Und durch diese Niesattacken konnte ich nicht mehr arbeiten, auch manchmal auch an tagelang. Also es war dann, also das war ein allergischer Schock, ja. Und das Schlimme an dieser Allergie ist einfach dieses Dauerhafte, ja, dieses nicht mehr enden wollende auch. Das ist eigentlich das Schlimme. Und ich bin ja auch gern ein Mensch, der die Natur genießt, der gerade im Sommer, im Frühjahr gern draußen ist, ja, weil das ist ja echt schon, da macht die Sonne und ist alles super, ja. Und da war es dann am schlimmsten, ja, und diese Allergie ging dann über den ganzen, nicht nur im Frühjahr, sondern den ganzen Sommer, das ganze Jahr sogar. Ich habe ja sogar im Winter noch genießt, wenn irgendwo ein Pollenflug war oder auch bei Staub, musste ich niesen, ja. Und ich habe jetzt gar keinen Ausweg. Ich habe alles schon probiert, Medikamente, Hypersensibilisierung, den ganzen Scheißdreck. Alles hat nichts geholfen. Es hat nichts geholfen, ja. Ich war am Verzweifeln. Letztes Jahr war ich sogar so da, dass ich gesagt habe, wenn es jetzt weitergeht, bringe ich mich um, ja. Ich habe dann schon von Astralreisen gehört und gesagt, okay, ich gehe dann wieder nach Hause, egal. Es ist mir egal, auch wenn das mir schlechtes Karma bringt, ja. Ist scheiß drauf, Hauptsache ich komme raus aus diesem Leben, ja. Ich komme irgendwie da raus, ja, irgendwie was anderes, irgendwie. Da muss ich halt mit dem Geistführer da oben verhandeln und sagen, nee, so ein Leben kann ich nicht leben. Tut mir leid, Leute, es geht einfach nicht, ja, das ist zu schwer, ja. Oder ich mache gar kein Leben, mache gar keine Inkarnation mehr und bleib einfach nur noch in der Zwischenleute. Aber Leute, ich kann nicht mehr, ja. Also, dass ich wirklich gesagt habe, nee, ich lege mir vor den Zug. Es war dann wirklich so, gesagt, wenn es dieses Jahr noch weitergeht, bringe ich mich um. Ja, ich war dann eh schon ein bisschen auch gefrustet, weil es auch mit meinen Büchern nicht geklappt hat und da mir so Folge. Und da hat es auch dann auch nochmal, also es war dann schon, dass ich gesagt habe, also es war schon nah. Ja, und wie gesagt, und weil gerade dieses Jahr war es dann wieder so, dass dann wieder die Allergie. Na, ich dachte, jetzt ist dann echt Schluss, jetzt mache ich dann echt Schluss. Und dann bin ich durch Zufall, ja, auf den Heilmedium getroffen. Das war ein reiner Zufall. Also es war auch so, weil ich habe mich dann ja auch mit Astralreisen beschäftigt und so und habe mal gesehen mit Astralreisen und so. Also erst habe ich das, jetzt auch bitte, jetzt halt mich auch nicht falsch verstehen, erst habe ich das jetzt nicht angenommen, weil ich gedacht habe, das ist doch kein spiritueller Mensch, gedacht, also so vom Aussehen her. Und da habe ich auch auf das Aussehen geschaut, anstatt dass ich das auf das Innere schaue, ja. Also das, oder das, was der sagt, was der äußert, ja. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass der jetzt irgendwie spirituell ist, weil so ganz normal aussieht, ja. Spiritueller Typ, da denkt man halt so irgendwie lange Haare oder vielleicht Bart im Hintergrund, indische Teppiche oder so, ja. So stellt man sich halt einen spirituellen Typ vor. Jetzt da habe ich mir gedacht, das ist jetzt halt
Also irgendwie habe Arzt da, also auch eher skeptisch, ja. Und aber dann habe ich mir gedacht, ich gucke es mal an und so. Und ich war auch, muss man auch sagen, ein bisschen, vielleicht habe ich auch ein bisschen so Vorurteile gehabt, Vorurteile gegenüber die Menschen in den neuen Bundesländern. Muss ich auch zugeben, ja. Das tut mir auch leid, ja. Also ich habe ein bisschen Vorurteile gehabt, weil ich habe auch mal einen Freund gehabt, der war, also schon auch schon schlechte Erfahrungen gehabt mit diesen Leuten und so, mit diesen Menschen, also mit diesen lieben Menschen aus den neuen Bundesländern, die. Und da habe ich vielleicht mich da auch ein bisschen beeinflussen lassen und so und habe mir gedacht, kurzum, ich war eher skeptisch, ja. Und dann, wie gesagt, und dann habe ich den mal gedacht, reden gehört mal mit der Strahler, und habe gedacht, guck schon mal das Video an. Na, aber dann habe ich gedacht, hey, nach einer Zeit lang, was der Mann sagt, hat Hand und Fuß. Also auch so über die Menschlichkeit und so und die Menschenwürde und was er so redet und so, haben wir gedacht, okay. Ja, das ist ja auch spirituell, er ist spirituell, er auf christlich ein bisschen ausgerichtet, aber jetzt nicht bibeltreu, weil er hat auch, auch ein bisschen so Kritik auch gekriegt von den bibeltreuen Christen und so, aber seine Spiritualität ist halt sehr auf Jesus jetzt eher so bezogen, ja, ist ja gar kein Thema, ist ja gar kein Problem. Und ja, und dann hat er gesagt, er würde Menschen heilen. Okay, ja gut. Also wie gesagt, es gibt ja, was weiß ich, es gibt ja Schamanen und so weiter und Geistheiler, gibt es ja auch viel im Internet und so weiter. Ja, die auch viele, einige verlangen auch viel Geld dafür. Und na, habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, was er verlangt. Ja. Und da sagt er plötzlich, er verlangt nichts dafür. Oh, da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil ich ihm gedacht habe, okay. Weil ich bin ja Hartz-IV-Empfänger, ja, ihr wisst ja, ich habe jetzt ja nicht die dicke Kohle und so und trotzdem möchte ich ja mich von der Krankheit befreien. Und jetzt war es so, er sagt jetzt, es ist kostenlos. Da habe ich gedacht, okay. Da bin ich natürlich hellhörig geworden und dann habe ich ihm geschrieben und habe ihm halt erzählt, okay, weil ich habe nichts mehr zum Verlieren gehabt, Leute, ja. Ich habe mir gedacht, hey, okay, man kann es ja probieren. Ja, niemand will auf einen Scharlatan reinfallen, aber er macht es ja kostenlos. Also wäre ja blöd, wenn ich das nicht nutze. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe mal an. Dann gedacht, du kannst mir von meiner Allergie befreien, weil ich da sehr drunter leide. Also das war die Allergie. Ich habe auch manchmal Rückenprobleme oder anderweitige Schmerzen, auch Magen-Darm mal oft Probleme und so weiter und so fort. Ja. Schuppenprobleme auch und so weiter auch, aber das war jetzt was, wo ich am meisten drunter klingt, absolut mit Abstand, mit absolutem Abstand, ja. Und dann hat er gesagt, okay, er betet für mich, ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich damals jetzt auch, ab dem Zeitpunkt, das ist jetzt also ungefähr jetzt ungefähr, fahrt nicht ganz, ich glaube 5 Monate her oder so, also. Seit dem Zeitpunkt ist es wirklich weg. Ich denke, wie denn das? Und ich habe das dann richtig getestet. Ich bin dann richtig, wo richtig Pollenflug war, bin ich raus, hab die Luft eingeatmet. Hä? Weg? Er hat, okay, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's jetzt gar nicht. Ich habe alle Medikamente, Allergiemedikamente, alle weggelassen. Hab gedacht, alle weg, bin raus, bin durchgelaufen und dann, kein Niesen mehr. Kein Augenrollen mehr. Ich konnte es noch gar nicht glauben. Ich dachte, nach 30 Jahren, da hast du schon, da glaubst du schon gar nicht mehr an so ein Wunder, ja. Und dann haben wir gedacht, seitdem ich den angeschrieben habe, oder wenn wir sagen jetzt, das ist jetzt vielleicht Zufall, nach 30 Jahren, wo nichts hilft, und auf einmal kommt jemand und macht Fernheilung, und auf einmal hilft's. Krass, ja. Ja, doch krass. Also es hat wirklich geholfen, ja. Und übrigens, das mit dem Klaus, das war wirklich ein Spaß. Also Heiko, es ist also quasi, ja, ich habe gesagt, ja, da kommt so ein Klaus und heilt mich. Also das war jetzt wirklich Spaß. Ich war dann zur Zeit, wo mit meinem Kumpel so in dem Klaus-Trip war, da haben wir zu allem jedem Klaus gesagt. Da kommt der Klaus daher, haben wir zum Besten, mein bester Freund war der Klaus, ja, also das war jetzt wirklich, ja. Nee, es ist wirklich, falls das respektlos rüberkam, möchte ich mich noch entschuldigen, also. Nee, also ich habe da höchsten Respekt vor diesem Mann. Das ist der, er ist für mich der Größte, ja, der mich wirklich geheilt hat. Und
Jetzt wollen wir mal reinhören. Er hat mich ja im Video erwähnt. Leute, leider kann ich das nicht einblenden. Mir fehlen da richtige Programme, die kosten. Ja, also da nochmal eine Bitte. Schaut unten, da ist ein PayPal-Spendenlink spendet. Auch wenn es ein paar Euro sind. Das, ich bin um jeden Euro dankbar. Bitte spendet, bitte spendet. Dann kann ich auch das in meinen Videos investieren. Und was dann übrig bleibt, angenommen, ja, oder was jetzt so, jetzt nicht gerade 1 zu 1, kann ich auch noch meine Bücher investieren. Ja, also Bücher, ihr könnt mir helfen, dass ich von Hartz IV wegkomme und ihr könnt... also quasi für meine Videos spenden. So, jetzt wollen wir mal reinschauen, was der liebe Heiko in seinen Videos, also er hat jetzt ein Video, zwei Videos hat er gemacht, wo er mich erwähnt hat. Das eine heißt Kanalinfo, was wird noch kommen? Da hören wir mal rein, was der liebe Heiko so sagt. Also. Mit Fernheilung, also mit Beten, ja. Das ist, Beten ist ja Fernheilung, ja? Nur mit Beten. Ja. Und da hat auch was funktioniert. Ne? Da, ich habe ja einen Abonnenten hier, spiritueller Anarchist, ist er eines Mal Abonnenten. Er hat mich darum gebeten, ob ich ihn nicht von seinem Heuschnupfen oder Allergie hier, ne, da heilen kann. Ja, also da nennt er mich noch spiritueller Anarchist damals noch. Also das war jetzt nochmal ein altes Video, ja. Ist jetzt auch ein bisschen älteres Video, deswegen, ja, jetzt, wie gesagt, bin ich an der Transformationsphase, ja, das ist, also wie gesagt, ja, das ist noch ein bisschen älteres Video, ja. Zu meiner Transformation möchte ich noch kurz was sagen, ja, ich möchte auch jetzt in Zukunft auch als Julia, spirituelle Anarchistin, auch angesprochen werden im Internet. Wenn jemand vielleicht mal aus Versehen noch sagt, Jürgen, ist als nichts Schlimmes, ja, oder spirituelle Anarchist, ist jetzt auch noch nicht schlimm, wenn man das jetzt immer noch jemand macht oder so und das noch nicht weiß, bin ich jetzt auch nicht böse oder so, ja. Was aber ich nicht mag, wenn zum Beispiel jemand kommentiert und sagt, jemand hat zum Beispiel kommentiert, du langhaariger Mann, ja, das fand ich dann schon beleidigend, weil er wissen müsste, dass ich trans bin, ja, und sowas, mich dann als langhaariger Mann zu bezeichnen, ja, ist dann schon, finde ich schon ein bisschen beleidigend, weil ich bin kein langhaariger Mann, ich bin trans, ja. Dazu nochmal, falls jetzt jemand auch, der sehr christlich ist, vielleicht wie der Heiko, sich denkt, warum nehme ich das Geschlecht Mann nicht an, das mir von Gott gegeben worden ist, möchte ich noch kurz was sagen. Es ist so, dass ich auch sage, wir sind ja alles Mitschöpfer und wir können mitschöpfen und gestalten. Und jetzt habe ich jahrelang als Mann gelebt und habe meine Erfahrungen gemacht, die mein Bewusstsein erweitert haben, und jetzt möchte ich einfach die andere Seite sehen. Ja. Und da Erfahrungen machen. Ja, ich war auch mal in einer frauenfeindlichen Phase und so, und da ist jetzt genau das Richtige, genau der richtige Weg, dass ich jetzt quasi trans bin. Ja, wer meinen Lebensweg versteht, der weiß, dass das der richtige Weg für mich ist. Ich war ja schon immer auch eher weiblich orientiert, schon als Kind, ja. Da haben wir auch schon gesagt, ich sehe aus wie ein Mädle. Bei meiner Schwester haben sie gesagt, sie sieht aus wie ein Bub. Und deswegen sage ich, ist es okay, ich kann das mit Gott auf jeden Fall vereinbaren. Nein, es ist sogar genau richtig, der richtige Weg, ja. Okay, aber jetzt gucken wir mal weiter, was er sagt. Oder beziehungsweise mal da was machen kann, da habe ich ihm zu ihm gesagt, ne, oder ihm geschrieben, ja, okay, ich werde für dich beten, und dann habe ich für dich, wenn du das Video siehst, habe ich für dich auch gebetet, ja, mhm. Zwei oder drei Mal gebetet, mhm. Intensiv gebetet für dich, und dann hat es eben auch funktioniert, er hat mir ja zurückgeschrieben, hat darüber auch ein Video gemacht, mhm. Und hat sich bei mir bedankt. Im Übrigen muss man sich natürlich auch bei Jesus bedanken. Ich bin ja praktisch nur das Werkzeug. Ja, also lieber Heiko, das ist aber sehr bescheiden, weil du bist ja nicht nur, also du bist ja das Medium, ja, also, und deswegen, ich habe mir ja auch bei euch beide natürlich bedankt, ja, und also, ich finde einfach, du bist ein wichtiges Werkzeug für Gott, also da wäre ich jetzt auch gar nicht so bescheiden, weil, Gott braucht ja auch seine Werkzeuge, und von dem her, wie gesagt, also was du getan hast, du und Jesus, das ist natürlich, das bedeutet mir so viel, das bedeutet mir so viel. Ich glaube, ich muss mal zu dir, ich weiß ja nicht, wo du wohnst, Halle oder Dresden, keine Ahnung, also müssen wir vielleicht sagen, auf jeden Fall,
Ich glaube, ich muss mal vorbeikommen. Ich muss mir was ausdenken. Also ist es halt so, dass ich Hartz-IV-Empfänger bin. Ich kann nicht viel geben, ich habe nicht viel oder so. Aber ich möchte mir irgendwie noch mal so ein Geschenk, würde ich mir noch ausdenken, ja, was ich machen werde. Also auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, Leute, abonniert seinen Kanal. Ja, helft ihm, helft ihm, helft ihm, dass sein Kanal hochkommt. Ja. Da kann ich dir noch einen Tipp geben, noch, lieber Heiko. Ich denke, aus dem Kanal kann man noch viel rausholen. Ja, also da ist noch viel Potenzial. Zum Beispiel mit den Tags oder so oder mit Thumbnails. Ich empfehle dir mal den Kanal So geht YouTube. Der Jan, So geht YouTube. Da gibt es auch viele Tipps, wie man Abonnenten erreichen kann. Ja, weil es ist ja schade, weil du machst ja gute Videos. Die Videos sind top. Ja, aber du scheinst nicht so viele Leute zu erreichen. Also, das ist ja wie wenn jemand ein super Buch hat, aber jetzt keine Werbung macht oder so. Also, es ist schon okay, dass man quasi den Leuten, also jetzt in der heutigen modernen physischen Welt, ja, auch irgendwo zeigt, dass man da ist. Ja, dass man das, die viele Leute kennen ja den Kanal noch gar nicht. Ja, und da gibt es einfach Möglichkeiten, ja, dass man ins Blickfeld rückt, ja, also mit seinen Videos, wie zum Beispiel den Text, dass man da arbeitet, ja, Thumbnails etc., Aufmachung vom Kanal und so weiter. Da gibt es verschiedene Tricks und Tipps bei ganz verschiedene Sachen bei So geht YouTube. Schau mal, bei mir war es ja auch so, ich habe ja meinen Kanal, der war ja auch am Anfang, der ist ja bloß rumtümpelt davon, erstmal 60 Abonnenten und was, und jetzt habe ich 3000, über 3000, ja, jetzt bald 4000, ja. Also da gibt es noch Potenzial. Also wie gesagt, Heiko, geh mal bei So geht YouTube auf den Kanal, da gibt und schau dir mal die Videos an, wie gewinne ich Abonnenten etc. oder wie gewinne ich Aufrufzahlen etc. Das ist nichts Verwerfliches, ja, weil du lieferst ja, du bringst ja gute Videos, ja. Es ist nur so, dass die eben nicht am Mann sind, also beziehungsweise an der Frau. Und da kann man einfach ja, sich ein bisschen sein Kanal im positiven Sinne pushen. Da ist ja auch nichts dabei. Ja, du kannst ja dadurch auch deine Reichweite erhöhen, ja, und deine gute Botschaft noch besser verbreiten. So, okay, gucken wir, hören wir nochmal weiter. Ja. Und ja, seine Allergie ist weg. Ja, das ist definitiv der Fall. Ja. Und ich habe später auch für alle anderen, die mich gefragt haben, Moment mal. Ja, ich nenne ja so mal so ein paar Namen. Also ich sollte, wenn du das Video sehen solltest, auch für dich habe ich viel gebetet, oft gebetet, lange gebetet. Auch für Sonja habe ich gebetet. Okay. Also, ja. Wie gesagt, bitte, bitte unterstützt, unterstützt diesen Mann. Bitte unterstützt diesen Mann. Deswegen möchte ich auch mit der ganzen Kraft meiner vielen Abonnenten, die ihr jetzt dazu gewonnen habt, alle Abonnenten dazu aufrufen, abonniert seinen Kanal. Wenn ihr Krankheiten habt, nutzt es doch. Ey. Es kostet euch keinen Cent. Ja, er macht es ja kostenlos. Und vielleicht, wenn wäre es ja vielleicht nett, wenn ihr vielleicht irgendwas ihm spendet oder so oder irgendwas oder ihm vielleicht ja irgendwas zukommen lässt. Aber wenn ihr natürlich schon seinen Kanal abonniert, das ist ja für ihn schon Hilfe. Ja, also dass er seine Reichweite erhöhen kann, dass er mehr Menschen mit seiner Botschaft erreicht. Okay, der liebe Heiko hat dann nochmal ein zweites Mal auf mich angesprochen, im zweiten Video. Das war das Video, das hieß dann Ein Funken Hoffnung, das Leben ist lebenswert. Dort spricht er auf meine Predigt an, die dann gehalten habe, also wo ich auf das Thema Drachenlord zu sprechen kam. Das war also die letzte Sonntagspredigt. Ja, da hat er mir angesprochen. Hören wir mal rein, was er sagt. Ich muss es nochmal ausmachen. Ja, erstmal. Und ich muss dann nochmal was sagen. Und ich rede dann nochmal speziell Julia dich ein, wenn du da das Video mit anguckst. Ja, also das finde ich zum Beispiel jetzt auch nett vom Heiko, dass er jetzt gleich meinen Transnamen verwendet. Das finde ich schön, weil Julia ist auch meine Zukunft. Also über in Zukunft heiße ich Julia, ja, und nicht mehr Jürgen. Das geht ja immer weiter voran. Also das ist ja so, dass ich jetzt dann zum Beispiel beim Personalwesen da vom
Personalstandswesen vom Gericht, dass ich da jetzt dann nachfrage. Ich war ja schon bei der Stadt. Da muss ich jetzt nochmal aufs Gericht, da muss ich nochmal nachfragen, wie die Namensänderung, was da jetzt auf mich zukommt an Kosten. Ja. Und die geschlechtliche Veränderung geht immer weiter. Also ich gucke jetzt auch, dass ich epiliere ja immer wieder meine Haare. Ich schaue, dass ich die Haare jetzt erstmal ganz loskriege. Das wird das Erste. Wenn ich mal Geld habe, dann werde ich auch mal die Haare ablesen, wenn es soweit kommt. Und ja, also ich tue immer mehr Frauenkleidung mir zulegen. Also ich habe jetzt noch so 90% vielleicht so, ja, oder ein bisschen weniger. Ja, oder sagen wir mal so 85% habe ich noch Männerkleidung. Und das wird aber jetzt immer mehr ersetzt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas kaputt geht, ein T-Shirt oder was weiß ich, Hose oder so. Also wenn der Hose kaputt geht, kommt halt der Rock und ein T-Shirt, dann halt weibliches T-Shirt. Das ist zum Beispiel auch feminin, ja. Das passt auch, das gefällt mir ganz gut. Das hat auch hier den femininen Schnitt. Also und so geht es halt immer Schritt für Schritt, also immer weiter in die Verwandlung und dann. Und dann die Geschlechtsangleichung, die Operation, das ist aber halt Zukunftsmusik. Wie gesagt, die Probleme, ich habe ja schon mal im Video gesagt, also es ist ja so, dass man entweder, wenn man es kostenlos haben will, muss man Psychologe davon überzeugen, dass man psychische Probleme hat mit seiner Existenz als Mann. Also so dramatisch ist es ja bei mir eigentlich nicht. Ja, so. Oder man hat dann irgendwann die Kohle dafür. Ja, aber das ist halt nur Zukunftsmusik, da lasse ich mir nur Zeit. Also erstmal kommt jetzt erstmal die Körperbehaarung weg. Ja, also der Heiko hat dann gleich meinen Transname verwendet. Das finde ich sehr, sehr, sehr nett vom Heiko. Sehen wir, also das ist ein ganz lieber Mensch. Gucken wir mal, was er noch sagt. Also, wie gesagt, da geht es ja jetzt um das Thema mein Einsatz gegen Hate Speech und Cybermobbing, Thema Drachenlord war das. Ich habe deine Rede gehört und gesehen und ich vertrete deine Meinung voll und ganz mit. Vielen Dank. Ich bin da auf deiner Seite. Mhm. Wenn man die Menschenwürde mit Füßen tritt, da hat in seinem Leben noch nicht begriffen, wo es überhaupt lang zu gehen hat. Mhm. Ne? Und es sind ja meistens aber auch solche, die eben nicht an Gott glauben, an Jesus. Mhm. Aber ich muss sagen, das ist ein brisantes Thema, was du dort aufgreifst. Es ist mutig. Mhm. Du. Ja. Ja, also lieber Heiko, es ist danke. Ja, ist sicher, es war dann ja auch schon heftig, was also da die Reaktionen waren. Also es ist halt so, gerade deswegen, weil es sowas gibt, wie dass da Leute sogar Hausbesuche und so einen Terror machen, ja, muss es ja Menschen geben, die was dagegen tun. Ja, und das da müssen wir eigentlich mehr Angst vor dem haben, dass es einen da selber mal betrifft oder so. Oder jeden YouTuber kann das ja treffen, sowas, ja. Und wenn niemand was dagegen tut, dann ist irgendwann jeder mal vielleicht einmal von sowas betroffen, ja. Und deswegen muss man natürlich schon was dagegen tun, ja. Okay, gut, hören wir uns noch weiter an. Jo. Du hast Mut, das muss ich dir neidlos anerkennen, auch viele andere Menschen. Du bist nicht allein. Das muss ich dir mit sagen. Und ich kann es auch voll nachvollziehen, dass du da die Kommentarliste zugemacht hast, genau, die Like- und Dislike-Funktion. Ja, die habe ich jetzt aber wieder geöffnet. Ja, es war halt dann nur so, es war halt extrem viel unfaire Kritik auch. Und es hat mir dann schon ein bisschen genervt. Inzwischen ist die Kommentarliste wieder offen. Ja, also kann man jetzt wieder ganz normal kommentieren. Okay. Kann ich vollkommen nachvollziehen, aber wenn du mal die Kommentarliste aufgelassen hättest, ja, ich habe meinen Kommentar schon mit drunter gesetzt, weil die Rede ist wirklich, das was du sagst, ist vollkommen richtig. Okay, Heiko, ich weiß jetzt nicht, ich habe deinen Kommentar leider nicht gefunden, muss ich sagen. Ich habe es nochmal aufgemacht, die Kommentarliste. Ist es schon ein bisschen älterer Kommentar? Vielleicht könnte man nochmal einen Tipp geben, wo genau war das wirklich bei dem Video mit der Predigt, dass du mir einfach mal nochmal einen Tipp gibst, wo genau das Kommentar ist. Also ich habe es jetzt leider nicht gefunden, also hat mich sehr gefreut. Vielleicht kannst du auch so ein Antwortvideo, jetzt, wenn du jetzt ein Antwortvideo machst, nochmal das Kommentar nochmal ansprechen. Okay, alles klar, hören wir nochmal weiter. Ne? Man soll die Teufel verurteilen und nicht den Menschen. Genau. Jesus selbst hat das auch gepredigt damals im Übrigen. Ja.
Urteile nicht, auf das du nicht verurteilt wirst. Und wer frei ist von Schuld, der werfe den ersten Stein. Das hat Jesus gesagt. Ja. Und wenn da mal jeder auf Jesus hören würde, dann käme es auch niemals zu solche Massenhysterien und Massenmobbing oder wie man das auch nennen mag. Man soll zu dem Menschen, der gesündigt hat, hingehen und soll ihm wieder einweisen, dass er es auch bereut. Ja. So sollte man das machen. Ja, ja, genau. Es ist ja einfach so, dass es ja auch in unserer Gesellschaft, auch in der weltlichen, physischen Gesellschaft, auch bei uns jetzt sowas gibt wie Richter, es gibt Verteidigung, ja, der Angeklagte hat das Recht, gehört zu werden, sich zu verteidigen, es gibt die Unschuldsvermutung vor Gericht und ich muss sagen, ich glaube an dieses Rechtssystem, ja, also am System kann man einiges natürlich auch kritisieren, das mag ja sein, aber das ist eigentlich schon gut, was wir haben, da geht es in anderen Ländern viel schlechter und das ist ja auch, was wir haben, angepasst an das Bewusstsein vom Menschen. Ja. Das Bewusstsein ist nur 3-4 völlige Freiheit oder Anarchie. Ich sei ja spirituelle Anarchistin, aber ich sage ja immer so, der Mensch ist noch nicht reif, der hat noch nicht das Bewusstsein für die vollkommene Anarchie. Ja. Das ist zwar das Ziel, deswegen habe ich den Namen immer noch, ja, aber nur wenn das spirituelle Bewusstsein ein Niveau erreicht hat, wo es einfach niemandem mehr schadet. Wenn niemand mehr schadet, wenn jeder auf Jesus hört und alle sind nett zueinander, ja, dann braucht es auch keine Polizei, kein Staat mehr etc. Dann ging es ja dann nur darum, sich einfach selber zu versorgen. Ja, das zum Beispiel Energiesparhaus, wo man den eigenen Strom produziert, ja, das eigene Wasser und also gibt es ja zum Beispiel Biokläranlage, gibt es ja zum Beispiel Möglichkeiten, Wasser zu sammeln, Regenwasser zu sammeln etc. Also es gibt ja die autark Energiesparhäuser. Ja, könnt ihr eigentlich auch mal ein Video machen über sowas, das ist auch ein ganz tolles Thema. Und wenn man das dann hat und gleichzeitig niemand mehr schadet, dann wären wir in die Anarchie. Also Anarchie ist für mich nicht irgendwie Steinschmeißer und Molotow-Cocktailschmeißer und Randale machen. Das ist für mich keine Anarchie, das ist einfach nur Gewalt. Ja, das also von dem her gesehen. Aber solange der Mensch eben das Bewusstsein noch nicht hat, ist das System mit dem Rechtssystem, was wir haben, gut. Ja, also das heißt, es ist auch nicht unsere Aufgabe, jemanden zu bestrafen. Ja, wenn jetzt auch jemand irgendwie einen Scheiß erzählt bei YouTube oder einen Hass oder verbreitet oder so, dann muss man das Video halt melden. Okay, dann ist es Sache von YouTube und jemand wird beleidigend. Okay, dann kann man auch anzeigen. Ist ja auch möglich, wenn das jemand machen will. Ja. Dann ist es Sache von unseren Richtern, die auch von Gott dazu bestimmt sind, die bösen Menschen zu bestrafen. Ja. Aber was hier ja abgeht, ist ja so, dass YouTuber sich als Richter aufspielen und willkürlich meinen, sie müssten da urteilen, verurteilen, ja, Hausbesuche machen und so weiter. Und sowas für sowas gibt es niemals eine Berechtigung. Egal was ein Mensch macht, ja. Egal was irgendwie, selbst wenn jemand hetzt oder so, was weiß ich, gegen Ausländer oder so, was ich auch schlimm finde, total schlimm, ja. Aber für Hausbesuche gibt es keine Berechtigung, ja. Weil es auch meistens ja immer Unschuldige trifft, ja. Wie zum Beispiel Nachbarn, Kinder etc., ja. Das sieht man ja beim Drachenlord, ja. Da siehst du ja, dass die Nachbarn drunter leiden, ja. Oder beim Miman Baraka genauso das Gleiche. Die Mutter leidet, die Nachbarn leiden und so weiter. Und dafür gibt es einfach keine Berechtigung. Das ist einfach unsinnig, ja, sowas zu tun. Und das habe ich einfach in meiner Predigt da angesprochen, ja. Okay. Da soll man mit ihm reden, und zwar ganz normal und ganz vernünftig und nicht so, wie das viele andere Menschen machen. Ja, mit Hass kommt kein Mensch weiter, das ist noch nie in der Welt geschehen. Das ist nur Zerstörung passiert. Ja, ja. Heiko, da hast du vollkommen richtig. Und Hass ist immer ein Lauffeuer, das sich, wenn sich einmal verbreitet, sich das immer weiter ausdehnt. Und ich weiß nicht, lieber Heiko, wie du dich mit dem, ob du ein bisschen Bescheid weißt über das Thema Drachenlord. Der kommt ja aus Emskirchen, das ist so Heavy-Metal-Typ und so, ja. Und hat auch manchmal so dumme Sprüche abgelassen und so. Und jetzt ist ja ganze Internet-Gemeinde, kann man sagen, gegen ihn, ja. Und in Emskirchen war da ein sogenanntes Schanzenfest, wo man dazu aufgerufen hat, sein Haus zu stürmen, wo man also das Haus abfackeln wollte, wo er gesagt hat, also die Schanze muss brennen. Da haben sich 500 Internet-Hater, ja, Hasser, Internet-Hasser, ja, das ist Peiter, ist ja schon der
Hass steckt da schon gar so ein Wort drin, ist ja ganz schlimm. Haben sie da getroffen, haben dann skandiert, die Schanze muss brennen, ja, schon also vorweggenommen, was passiert. Und diese Hater, die da vor Ort waren, ja, das war ja nur ein Bruchteil, ein Mini-Mini-Bruchteil. Es waren ja nur 500 und die Rede war ja schon von 10.000 Hater, die gekommen wären, wenn die Polizei in Imskirchen das Versammlungsverbot nicht verhängt hätte, ja. Was haben wir, ist ein Versammlungsverbot über ein Dorf, das muss man sich mal vorstellen, für einen YouTuber, ja, um einen YouTuber zu schützen, das ist absolut der verrückte Wahnsinn. Und ich sag dir, wenn das Versammlungsverbot, wenn das nicht gekommen wäre, ja, dann wären Zehntausende von Heiter und ich sag dir, die hätten dieses Dorf und da könnt ihr mal sagen, was ihr wollt, die hätten dieses Dorf dem Erdboden gleich gemacht. Das hätte ein Blutbad geben, sondergleichen. Warum? Warum? Erinnern wir uns mal, was war in Rostock-Lichtenhagen, ja, damals 92, ja, wo die Rechtsradikale und die Bürger da das Flüchtlingsheim, das Haus da anzünden haben und da randaliert haben. Ja, was war da? Das Ziel waren ja die Asylanten, die Flüchtlinge, ja. Und das war ja so das Hauptziel. Das wollten sie ja angreifen, die ganzen Randalierer. Aber es war so, schon nach der ersten Krawallnacht hat man die Flüchtlinge rausgeholt. Also die hat man dann rausgeholt und dann war eigentlich das Angriffsziel ja schon weg. Das hat man denen ja gesagt, das ist also, die sind schon weg und trotzdem haben die weitergemacht. Ja. Also trotzdem haben die weitergemacht. Dann war das nächste Ziel die Vietnamesen da und ja, andere Anwohner etc. Dann, weil es ist ja so, es ist naiv zu glauben, ja, dass wenn man jetzt diesem Drachenlord die Bude abgefackelt hätte, was ja auch schon schlimm genug ist, ja, dass dann dieser Mob aufhört. Ja. In Rostock-Lichtenhagen hat der Mob auch nicht mehr aufgehört. Das ist ein Rausch, verstehst du? Wenn man die Leute, wenn sie in der Gewaltspirale drin sind, wenn sie da, was weiß ich, Stein schmeißen, Molotow-Cocktail schmeißen und dann das wird nur bejubelt, das ist ein Kick, ja. Und dann geht das immer weiter, dann als nächstes wären die Nachbarn dran gewesen. Und es wäre dann so weit gegangen, bis der ganze Ort Emskirchen in Schutt und Asche gelegt worden wäre. Ja, man hätte dieses Dorf evakuieren müssen, wenn man diese Leute noch rechtzeitig rausgebracht hätte. Aber wie willst du die rausbringen, wenn da 10.000 Hater oder wenn die 10.000 Leute das ganze Dorf hier belagern? Ja, also unmöglich, ja. Also, wie kann man sowas, also das muss man ernst nehmen, wenn Leute da zu sowas aufrufen, das muss man ernst nehmen, ja. Es ist ja so, da ist Alkohol im Spiel, ja, und irgendwann kommt der dritte junge Mensch vor und denkt sich, komm, ich zeig's den anderen, wie mutig ich bin, ja, und das ist dann der erste, wo der erste Molly schmeißt, und dann kommt der nächste junge Mann, ja, mit Überschuss an Testosteron und Alkohol im Blut, ja, und zeigt dann dem anderen auch noch, wie mutig er ist und so nimmt es dann immer weitere Auswüchse. Ich sag ja, Hass ist ein Lauffeuer, ja. Das breitet sich immer weiter aus, ja, und es braucht dann viele, viele weltliche Kräfte von Polizei und so weiter, die das Ganze dann wieder niederdrücken mit aller Gewalt, ja. Aber wie gesagt, wenn dieses Versammlungsverbot nicht gewesen wäre, das hätte Tage und Nächte lange Krawalle geben, da wäre Rostock-Lichtenhagen ein Scheißdreck gewesen, weil in Rostock-Lichtenhagen waren es ja nur 1.000, das waren ja nur 1.000. Und da war von mehr als die Hälfte waren ja die Beifallklatscher, ja, die Bürger. Und dann haben vielleicht so 400 Leute haben dann randaliert. Und also 400, 300 bis 400, die waren ja die, wo Mollys geschmissen haben, Steine geschmissen haben, randaliert haben. Und die größere Hälfte, ja, sagen wir 600 bis 700 Leute, das waren die beifallklatschende Nachbarn etc., die gejubelt haben, ja. Ja. Und jetzt da wären es ja 10.000 gewesen, 10.000, ja. Junge Leute, ja, alkoholisierte Leute, vielleicht noch auf Drogen, ja. Und ich sag euch, die hätten dieses Dorf, und ich behaupte, die hätten dieses Dorf dem Erdboden gleich gemacht. Das hat ein Blutbad gegeben, schlimmsten Ausmaßes. Und diese Hater, die sollten eigentlich dankbar sein, dass dieses Versammlungsverbot verhängt wurde, weil das hätte nämlich im Nachhinein für sie Knast bedeutet. Knast und das Leben komplett ruiniert. Ja, das ist also. Und Gott hat aber in seiner Großzügigkeit, in seiner unendlichen Güte und Großzügigkeit jetzt denen sogar noch eine Chance gegeben. Ja, jetzt quasi nochmal zum Überlegen, dass sie, was sie da tun mit ihrem Hass und mit ihrem Wut, ja.
Also Gott hätte das ja auch eintreten lassen können, ja, dieses Blutbad, ja. Da wären aber die Haut, die Hater alle dran gewesen. Da wäre es dann wirklich der Arsch ab gewesen, ja. Aber Gott hat gesagt, nee, ich gebe denen nochmal eine Chance, die sollen nochmal drüber nachdenken, aber das ist, ich sage, das ist die letzte Chance, ja, zur Umkehr. Weil wenn dann wieder sowas veranstaltet wird und das, und die kommen jetzt zum Beispiel jetzt nicht rechtzeitig dazu, das Versammlungsverbot zu verhängen, dann, wenn es dann wirklich eintritt, ja, dann hat es üble Konsequenzen, ja, für die Menschen natürlich, das ist sowieso, aber auch für die Hater, ja. Okay, gucken wir nochmal, hören wir nochmal. Nicht nur, dass die Zerstörer, die zerstört haben, andere Menschenleben zerstört haben, die haben sich ja auch selbst zerstört. Das ist das Problem. Ja, das habe ich ja gesagt, weil die Hater, die würden ja dann auch ins Gefängnis kommen und würden dann auch ihr eigenes Leben damit zerstören. Ja, das ist schon manchmal, glaubt manchen Leuten nicht bewusst. Und das haben sie dann, die meisten haben es dann erst mitbekommen, wo es schon zu spät war. Und viele sagen dann vielleicht noch mal das Sinnflut. Und genau das ist ja auch oftmals in der Lebensgeschichte passiert, siehe eben Zweiter Weltkrieg. Mhm. Wie viele haben sich da erschossen, Offiziere, Selbstmord gemacht, mhm, und so weiter und so weiter. Ja, weil sie, die kannten keinen Ausweg mehr nach vorne. Mhm. Genau deswegen. Aber das gab es in der Menschheitsgeschichte schon oft genug. In anderen Kriegen. Mhm. War nicht immer unbedingt den Zweiten Weltkrieg herzunehmen, das war im Ersten Weltkrieg genauso, das war im 30-jährigen Krieg, ich will die ganzen Kriege nicht unbedingt immer aufsagen, das war bei Genghis Khan, mhm, ja, das war bei Alexander des Großen und so weiter. Ja? Bei den Römern, ich muss ja nicht alle aufzählen, aber das ist immer und immer wieder passiert, ich habe das auch gesagt, die Kriege, die es da alle gab, das hat sich alles wieder normalisiert danach. Wo die Führer gestorben sind, hat sich das alles wieder so zurück verwandelt, die Ländereien, so wie es in etwa wenigstens, so wie es am Anfang mal war. Also es ist ein Fingerzeig Gottes und er sagt, mit Gewalt könnt ihr euch nichts holen. Ja, richtig. Und ich wollte, was das angeht, Kriege und Gewalt, werde ich auch noch mal separat das Video machen. Und zwar wird das auch nicht besonders lustig werden. Das wird nämlich mit Atombomben und alles, ich will ja mal den Menschen, das haben zwar viele schon von mir gemacht, aber ich habe auch nicht vom Sinn jetzt mal den Kanal aufgemacht. Ich mache das auf einer ganz besonderen Art und Weise, eben auf meine Art. Ja, und dann nochmal drauf zurückzukommen, ich mache nochmal kurz aus. Ja, und dann nochmal drauf zurückzukommen, was da mit diesen Menschen passiert ist. Im Übrigen werde ich niemals, also ich mache es zumindest nicht, Namen von größeren YouTubern oder so einen reden, werde ich nicht machen. Okay, ja, das zum Teil habe ich das, manches habe ich bereut, dazu muss ich dann noch einiges erklären. Ich habe ja auch mal in einem Video dann einen YouTuber dann speziell angesprochen und war dann auch so in der Verurteilungsschiene. Das habe ich auch bereut, das hat mir, wie gesagt, habe ich auch entschuldigt. Also da war es dann auch so, dass dann auch diese meisten Angriffe kommen. Da war ich auch noch nicht so weit, wo ich gesagt habe, okay, das war dann so der Feinschliff. Ich habe mir das auch überlegt, ob ich dieses Thema Drachenlord ansprechen sollte oder nicht. Das war dann so. Ich war auch hin und her gerissen. Also ich habe mich da auch schwer getan und so. Ja, einerseits haben auch viele gesagt, ja, der hat auch selber Schuld und er hat auch viel Scheiße gebaut und so. Ja, aber andererseits, es gibt keine Berechtigung für so eine Massenhysterie mit Hausbesuche etc. Das geht gar nicht, egal was ein Mensch tut. Das ist einfach, das ist Selbstjustiz. Das ist ja quasi wie der Mob früher, der früher, weißt du, kannst ja, gibt es ja manchmal in den Filmen, also auch bei den Progromen, bei den Judenprogrammen, weiß man aus der Geschichte, ja, dass da ein Mob mit Fackeln und Mischgabeln durch die Straßen gezogen sind, ja, auch Häuser anzünden haben, unschuldige Menschen an der nächsten Straßenlaterne und am nächsten Baum aufgehangen haben, also aufgeknüpft haben, ja. Und das alles, dieser wütende Mob, ja, das wird heute alles im Internet organisiert. Ja, das ist ja das Schlimme. Und dieser Mob, so ein Mob einmal in Rage gesetzt, ja, das habe ich ja gesagt, das nimmt kein Ende mehr. So ein Mob kennt keine Grenzen mehr. Der macht man nichts halt, weder vor Frauen, vor Kinder. Da werden die ganzen Leute massakriert, weil das ist ja so, das ist eine Gewalt, das pusht auf, das ist wie eine Droge, ja. Und
wie ein Adrenalinkick. Und das ist aber die große Gefahr. Und auf diese große Gefahr wollte ich einfach hinweisen. Ja. Und mir hat man auch vorgeworfen, ich hätte es ja nur gemacht, um meinen Kanal zu pushen. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass natürlich ich auch interessiert bin, meinen Kanal zu vergrößern mit Abonnenten etc., mit Aufrufe. Natürlich, wer will das nicht, ja. Ein Fehler an dem Satz ist dieses nur, weil ich liefere ja auch, das sage ich ja, ich liefere auch, also ist es ja nicht kein Problem, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand arbeiten geht, und dann kann man auch nicht sagen, ja, das macht er nur wegen dem Gehalt. Ja gut, Gehalt ist schon ein wichtiger Grund, dass jemand arbeiten geht, das ist ja logisch, ja. Aber er liefert ja auch, er bringt ja auch seine Arbeitsleistung. Also von dem her ist das ja nicht, wie soll man sagen, unseriös. Also was halt eben falsch ist, einfach dieses nur, ja. Okay, und die haben jetzt halt nun mal für den Weg entschieden, ja. Das hat natürlich auch Konsequenzen gebracht. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war es richtig, das Thema anzusprechen, weil es genau um die wichtigen Fragen geht in der Spiritualität, ja. Also zumindest für mich, es war jetzt einfach meine Mission, ja. War es jetzt im Nachhinein richtig, das Thema Drachenlord etc., Cybermobbing, Hate Speech und so weiter anzusprechen? Es war richtig. Also für mich zumindest. Weil das es ist fast wie ein Kampf Tonkwixot gegen die Windmühlen, weil es zu viele sind und ja, was dir da passiert ist, also Julia, das spreche ich nochmal ein, was dir dann selbst dann passiert ist, das ist immer keine schöne Sache. Ja. Es ist, naja, es ist zwar mutig, aber... Okay. Ja, ich verstehe es, ich verstehe dich, also ja, sicher. Nochmal um das Ganze, die Hate-Aktion, zu den Hate-Aktionen. Ja, also ich erzähle es nochmal kurz. Es war halt so, schlimme war so meine E-Mail-Adresse, dass die missbraucht worden ist. Ja, dass dann plötzlich, also die Täter, muss ich sagen, Hater-Täter, die hatten meine Adresse, also ein paar, nicht alle, hatten meine Adresse und meine E-Mail-Adresse. Und da haben die dann Sachen bestellt und mich registriert und alles Mögliche. Das war dann schon übel. Und die musste dann schreiben von meiner, dieser E-Mail, missbrauchten E-Mail-Adresse, da anschreiben, sagen, keine Bestellungen, nichts, also ich will nichts und so weiter. Und das war schon übel. Also ich musste dann auch die E-Mail-Adresse löschen. Also die musste ich dann platt machen. Ja, das ging nicht mehr mit der E-Mail-Adresse. Ja. Und ja, also auch der Pizzadienst, da habe ich mir dann auch gedacht, Scheiße, also der hat mir auch leid getan, der Pizza-Service-Betreiber, der hat ja auch ein bisschen schlecht Deutsch kann. Da habe ich ja gesagt, rufen Sie entweder die Polizei oder ich. Und da hat er geguckt, hat mit seinem Chef telefoniert, ja. Wir konnten klar darlegen, dass das jetzt nicht mein Pizza-Service ist. Ich habe einen eigenen und ich bestelle sowieso selten Pizzas, ja. Und dann ist er wieder abgedüst, ja. Und ja, was da noch war, der Haupttäter, der hatte dann nachts angerufen, er hat meine Adresse gehabt, aber Gott sei Dank meine Telefonnummer nicht, ja. Ich bin ja meistens bloß Skype erreichbar, ja. Und er hat dann bei meinem Vermieter angerufen, weil das die gleiche Adresse ist, ja, und hat dann bei meinem Vermieter die Hölle heiß gemacht, aber der Vermieter hat ihm dann den Marsch blasen und ja, da war es natürlich in dieser Phase, ja, da kam noch was mit Twitter, mein Bild wurde ja, altes Bild, das haben sie ja wahrscheinlich von Facebook, haben sie da gepostet und haben dann gesagt, und dann hat einer geschrieben, ja, den müsste man an dem Grundstück, das Tor vom Drachenlord, also dann im Skirchen aufhängen, also müssen wir es da an dem Tor aufhängen, ja. Und das war dann schon heftig für mich, also da habe ich schon... also da habe ich auch mit Angst zu tun bekommen. Das gebe ich ja zu, ja. Und da war es dann auch so, dass ich gedacht habe, oh Scheiße, was habe ich da angefangen? Hätte ich das Thema, scheiß Thema Drachenlord nicht angesprochen. Dann bin ich aber auf den Friedhof gegangen, zum Grab von meinen Verwandten. Und dort habe ich dann gebetet. Und habe gesagt, habt ihr da oben, sage ich jetzt einmal, den Engel, Gott etc. und Verwandte, verstorbene Verwandte, gesagt, Leute, das ist mir zu schwer, ich schaffe das nicht, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, bitte zeigt mir den richtigen Weg. Und dann, Heiko, danach war plötzlich eine Kraft in mir, ist schon Kraft in mir aufgestiegen, ein Energieschub, ja, und die ganze Angst war weg und ich war dann richtig so, jetzt können sie kommen, ich habe keine Angst mehr,
Ja, ich habe keine Angst mehr. Jetzt können die Hater kommen, die sollen nicht kommen. Ich habe keinen Bock. Ich habe 0,0 Angst. Die können mir gar nichts. Ich habe dann auch gewusst, dass ich innerlich das Handwerkszeug habe, das vielleicht nicht jeder hat. Ja, kann ja sein. Ich verlange jetzt auch nicht jedem, dass er jetzt den gleichen Weg geht und die gleiche Mission annimmt. Weil jeder hat von Gott andere Missionen. Ja, wenn jemand mehr sich dem Kampf anschließt, okay. Ja, je nachdem. Ich will es ja keinem aufzwängen oder so. Aber auf jeden Fall wusste ich innerlich, ich habe das Handwerkszeug. Ich kann gut reden. Ja, manche Leute können gut reden, haben aber Angst vor den Hatern. Ja. Andere wiederum können nicht gut, sind da zwar mutig, ja, aber können nicht gut reden, ja, wenn ihnen vielleicht die Intelligenz fehlt, ja. Weil, ja, haben vielleicht andere Stärken, okay, aber ja, bei mir war es halt so, ich kann gut reden und jetzt habe ich auch die Kraft und den Mut gehabt, dagegen was zu machen. Das ist wirkungsvoll. Natürlich wollen nicht alle Hater verschwinden, das ist ja nicht quasi mein Ziel, sondern ich will einfach nur, dass dieser Auswuchs, ja, dieser extreme Auswuchs, dass das, also quasi mit dem Drachen geben und so, dass das beendet wird, ja, dass das also aufhört und dass der Hate weniger wird, ja, dass die Menschen wieder überlegen, wie sie miteinander umgehen, ja. Und da haben wir mal gedacht, hey, da habe ich das Handwerkzeug und ich sage euch eins, und jetzt sieht man es an den Kommentaren, es bringt was, es hat was gebracht, ja, meine Predigen, ja. Viele Leute kehren um, viele Leute kommentieren auch gegen die Hate. Es gibt sogar einen Gegen-Hate, was ich zwar auch nicht richtig finde, aber man muss halt wissen, jeder, der selber hatet, der wird irgendwann mal selber der Gehatete sein. Ja, das ist halt so. So funktioniert das Karma. Verstehst du? Und das ist halt, wie gesagt, der Punkt. Also, ich habe dann auch gesehen, ich habe zwar erst gedacht, okay, scheiße. Am Anfang habe ich gedacht, erst jetzt scheiße. Jetzt habe ich andere mit reingezogen, wie mein Vermieter und diesen Pizzaservice etc. oder Polizei. Aber dann habe ich immer gedacht, nein. Die haben mir ja gar keinen Vorwurf gemacht. Der Pizzaservice hat mir keinen Vorwurf gemacht. Meine Vermieter haben mir bis jetzt keinen Vorwurf gemacht. Das heißt, wenn man auf der richtigen Seite steht, wenn man im Namen der Liebe kämpft, dann tut man das Richtige. Weil ich bin ja nicht der Täter. Die Täter waren ja die Hater. Ja? Und ich sagte eins, Heiko, wenn du auf Seiten der Liebe kämpfst, dann brauchst du dich vor niemand fürchten. Dann steht eine Mauer von Engel vor dir. Ja? So wie jetzt eine Abwehrmannschaft, die steht vor dir, das habe ich schon richtig im Kopf bildlich gesehen, die Engel, die stehen wie eine Mauer vor mir, die schützen mich. Und jeder, der mich dann angreift, kriegt dann selber eins auf den Deckel. Das ist alles, was die an Aktionen gegen mich machen jetzt, wird auf sie selber zurückschlagen, ja. Dafür sorgen die Engel, ja. Die sorgen dafür, dass mir nichts passiert. Das weiß ich und das gibt mir gute Gewissheit, ja. Und deswegen muss man diese Hater, die muss man nicht fürchten. Die sind nur ein Konstrukt, ja. Das sind ja nur alles Lektionen vom Universum. Wenn wir es verstanden haben, ja, wenn wir unser Bewusstsein erweitert haben in der Sache, ja, dann wird das zusammenbrechen wie ein Kartenhaus mit den Hatern. Dann brauchen wir vor denen keine Angst haben. Es gibt gar keine Hater. Die Hater sind eine Illusion. Es gibt sie nicht, ja. Das ist ein Kartenhaus, ja. Und man braucht vor diesen Leuten keine Angst haben. Also, was wollen sie mir vorwerfen? Ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch ein Video gemacht, dass ich dafür bin, dass die Hater und der Drachenlord an den Tisch sitzen. Ich bin für Frieden. Welcher Hater will mir das wirklich anstatt vorhalten? Da gibt es nichts. Da gibt es doch nichts, ja? Ja, ich will doch nur Frieden, ja? Okay. Ja, das musst du selber wissen. Das ist, wie gesagt, es ist aber voll ganz, ganz richtig, wie gesagt, was du gesagt hast, so mit dem, man soll die Tat vorteilen und eben nicht den Menschen. Wie gesagt, Jesus Christus hat das selbst damals gepredigt. Na? Dass man eben mit dem Menschen, der gesündigt hat, dass man den nicht abweisen soll, sollte man auch nicht, und dass man ihn zurechtweisen soll. Das ist der richtige Weg. Ja, und wenn man dann bereut und dann die Untat auch noch gut macht, dann soll man ihn auch wieder vergeben. Ja, das ist absolut. Ja, ich bin schon dabei, das Video zu bearbeiten. Also schon das, was ich gedreht habe. Es wurde etwas länger. Ja, hier sind wir mein Stichpunktzettel. Also wie gesagt, ich lese ja nichts ab, es ist bloß Sprache, immer irgendwie was, wo ich hingucke. Damit ich gut und flüssig reden kann, einigermaßen zumindest. Ich bin ja auch kein Perfekter. Ich bin ja kein Nachrichtensprecher. Oder Radiomoderator oder sowas. Ja. Und was das angeht,
Das ist in der Menschheitsgeschichte auch schon so oft vorgekommen. Und in der Regel ist nochmal so ein Beispiel. Da spreche ich mal Michael Jackson an. Ich im Übrigen bin nach wie vor immer noch ein großer Fan von ihm. Mhm. Und was ihm da angelastet wurde, ich habe selbst mit ihm, ob das jemand glauben mag oder nicht, aber ich habe selbst mit ihm nochmal gesprochen. Vor 3 Jahren war das. Das ist 3 Jahre her. Hat man meine Sitzung gehabt. Und haben wir mit Michael Jackson intensiv geredet, 2 Stunden lang. Lieber Heiko, da gebe ich dir auch mal einen Tipp. Die Sibylle Harreit, die macht auch sowas. Also die hat auch als Kind Jenseitskontakte. Ist mal so ein Tipp, so einfach sich mal mit ihr mal in Kontakt zu setzen. Also das, vielleicht kannst du ja mal mit ihr austauschen. Die hat auch hier einen YouTube-Kanal, ist auch bei Facebook und so. Sibylle Harreit, ja, kommt aus Hessen, glaube ich, ja. Sibylle Harreit, die, wie gesagt, die macht das auch. Vielleicht kann man sich da ein bisschen, ja, sag jetzt mal, austauschen. Macht auch sowas wie du jetzt auch so mit Heilung und so. Finde ich gute Sache. Ja, und Michael Jackson weiß ich, also ich weiß das mit Michael Jackson, ja, das war ziemlich heftig. Es war auch ein sehr schüchterner Typ, also ganz sensibler Mensch, das hat auch der Thomas Gottschalk gesagt, also der war also sehr, sehr sensibel. Und was ihm da angetan war, das war natürlich schlimm. Ich glaube auch fast, dass das dass sein Tod eine suizidäre Absicht gewesen war, also dass er vielleicht auch wirklich gar nicht mehr leben wollte, mit Sicherheit. Also das kann ich mir gut vorstellen, ja. Da sieht man, ja, also der Drachenlord hat ja scheinbar eine dicke Haut, die macht das zwar nicht so viel aus, aber es gibt eben andere Menschen, die sind viel sensibler, ja, und die machen dann auch Selbstmord, ja. Deswegen ist ja dieses Cybermobbing so ganz arg schlimm, ja, das muss man, das, da ist nichts, wo man sagen könnte, das wäre zu verharmlosen, also überhaupt nicht, ja, da gibt es nichts zu verharmlosen, ja. Es gibt nichts Schlimmeres wie Cybermobbing, es gibt nichts Schlimmeres wie Hausbesuche, ja. Ich habe das schon erlebt und ich sagte, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, wenn dann irgendwie klingelt oder so und du schon zitterst und schon Schreck bekommst, ja, wenn du denkst, was kommt denn jetzt da wieder? So, dieses Gesinnungsterror, ja, was die Leute machen. Gesinnungsterror, ja. Oder ja, wie gesagt, also manchen, den wird da die Reifen zerstochen, da werden Fahrbeutel an die Haustür geschmissen oder was weiß ich, irgendwelche Post oder Sachen bestellt, ja. Das ist also die Leute, die das verharmlosen, die wissen gar nicht, wie man sich da fühlt. Da fühlt man sich echt übel, ja. Wie gesagt, das ist ein echt scheiß Gefühl, ja. Nur habe halt ich jetzt einfach die Kraft bekommen, ja, und das Handwerkszeug dagegen, gegen was zu tun, ja. Und manche haben das eben nicht und das ist dann schon, also wie gesagt, deswegen muss man auch auf jeden Fall dagegen stehen oder da auch Zeichen setzen gegen sowas, gegen Mobbing, ja, etc. Ist tatsächlich so passiert. Wir hätten ja nicht 2 Stunden lang mit der Luft geredet, wenn es nicht so gewesen wäre. Das war ja total, weil wir hatten da immer geschnappt, ne? Das ist wohl wirklich 2 Stunden lang haben wir mit Michael Jackson geredet. Und alles, was ihm da angelastet wurde, das nicht war, das entspricht nicht der Wahrheit. Mhm. Ne, und es ist eben, das ist auch so ein Massenwahn, was damals passiert ist mit Michael Jackson. Und wie schlecht verbreitet sich eben so eine Verleumdung, so eine Unwahrheit, so eine Lüge. Das ist ja, du hast es vollkommen richtig erkannt. Da erzählt jemand irgendeinen Scheiß, ja, und die Leute glauben das. Und dann tut man sich richtig schwer, dagegen was zu unternehmen, ja. Das ist eine ganz üble Geschichte, ja. Wenn jetzt zum Beispiel, heutzutage ist ja zum Beispiel auch der Begriff Nazi, was man schnell und leicht verwendet, um jemanden kaputt zu machen, ja. Wenn jetzt jemand zu mir sagt Nazi, stehe ich mal da. Wenn das einer im Internet behauptet, das ist eine Nazi-Frau, ja, die Transe, ja, da stehe ich da. Ja, da muss ich mir erst mal rechtfertigen. Ja. Das ist ganz schlimm. Ja. Das ist Verleumdung. Ja. Oder wenn jemand behauptet, okay, der hat eine Frau, vergewaltigt oder halt oder sexuell, was weiß ich, ja, kein Missbrauch oder so, ja.
Das ist, da macht man Menschen kaputt. Das ist also, und wie viele Unschuldige trifft es, ja? Und die Leute sind dann so in die Hysterie, dass sie dann sagen, ja, dem gehört der Schwanz abgeschnitten, der schlachtet ihn und bringt ihn um und so. Wir sind, lieber Heiko, es ist wirklich so, der Mensch ist wirklich noch primitiv, wie ein Primitiv. Ich sehe manchmal wirklich die Menschen so, viele Menschen, also nicht alle, aber ich sehe manchmal die Menschen so wie in einem Affenkäfig, ja, und denen wird dann irgendwas gezeigt und die kriegen dann irgendwie eine Nachricht oder skandalöse Nachricht und dann hupfen die und schreien und kreischen rum wie wilde, wilde Affen oder schütteln an die Käfige und fangen total zum Durchdrehen an, ja. Und so, das habe ich das Bild bei diesem Massenwahn, wie du sagst, im Kopf, ja. Also so, wir Menschen sind immer noch, wir ticken teilweise immer noch wie Neandertaler, wie Affen, ja. Also ohne, dass wir überlegen, wie kann man jetzt das Problem lösen oder wie können wir jetzt an die Wahrheit erstmal gucken, ja, dass man schaut, was liegt da zugrunde und sind die Leute, drehen die Leute ab wie verrückt, ja. Ja, das ist echt schlimm. Ja, wir kommen da zum Beispiel auch, manchmal wird auf Facebook Sachen gepostet, wenn zum Beispiel Ausländer oder so einen Deutschen, jungen Deutschen da zusammenschlagen in der Schule oder so oder beleidigen, ja, jetzt wieder auf der anderen Seite, ja, dann drehen die Leute ab und kriegen dann sofort einen Ausländerhass, ja. Also die Leute fallen immer vom einen Extremen zum anderen, ja, und hin und her und so und drehen dann total ab und sagen, ja, der Umbringen macht die platt und was weiß ich, ja. Also das ist schon, es wird Zeit, dass wir Menschen einfach von dieser Primitivität endlich mal wegkommen, ja. Weil die Entwicklung geht ja vorwärts, es geht ja nicht rückwärts, aber hallo, ja. Also, ich meine, was soll das, ja? Also das ist wirklich, wie du gesagt hast, es ist ein Massenwahn und dagegen müssen die vernünftigen Menschen zusammenstehen und auch zusammenhalten, dass so ein Massenwahn niemals die Macht bekommt, dass man Menschen, unschuldige Menschen umbringt, ja? Okay. Generell über Menschheitsgeschichte. Oder halt Selbstmord treibt. Entschuldigung, das habe ich noch vergessen. Von unten bis nach ganz oben ist das ja gang und gäbe. Und zwar machen das viele Menschen deswegen so aus folgendem Grund, weil sie von ihren eigenen Schlechtigkeiten ablenken wollen und weil sie mal im Mittelpunkt stehen wollen. Und gerade eben, wenn es dann um Prominente Richtig. Geht, natürlich wird dann jeder mal irgendwann in meinem Gespräch im Mittelpunkt stehen, ob das in der Kneipe ist oder ob das in der Milchbar ist, sag ich mal. Naja. Oder auf der Straße oder was weiß ich wo. Ne? Ja. Da vollkommen richtig, man will im Mittelpunkt stehen, ja, und viele Menschen, die so, auch so diese Hater oder so, die wollen vielleicht auch das Gute, ja, die wollen ja auch, dass jetzt zum Beispiel ein Bösewicht bestraft wird, ja, aber sie gehen dabei primitiv vor, ja, es ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist, das Böse, die Tat zu verabscheuen, ja, und den Sünder vielleicht durch Worte auf den richtigen Weg zu führen, wie du gesagt hast, ja, aber es ist nicht ihre Aufgabe, sich als Richter aufzuspielen, ja, und das ist einfach das, was viele Leute kapieren müssen. Entschuldigung, keine Ahnung. Und sowas ist eben da auch mit Michael Jackson passiert, und da ist er dadurch so dermaßen kaputt gemacht worden, durch diese Lügen, die in die Welt gesetzt worden sind von ihm. Ich muss ihn da wirklich sehr verteidigen. Nicht nur, weil ich da jetzt mit ihm in einer Sitzung geredet habe, ich könnte auch etwas von ihm sagen, also nicht viel. Ne? Also es sind auch ein paar private Sachen da von ihm gekommen. Das braucht auch die Weltöffentlichkeit nicht unbedingt zu erfahren. Das ist eben, wie gesagt, ich muss ihn da verteidigen. Es gibt über Michael Jackson eine knapp 4- oder 5-stündige Dokumentation, die hab ich mal angeguckt. Und zwar alles, was da auch bei Michael Jackson, er selbst ist ja oft interviewt worden, er wurde immer deswegen befragt, ne, wegen Kindesmissbrauch, da geht's ja, das steht es am Raum. Und da hat es auch selbst immer wieder nicht abgestritten, sondern dann hat es auch plausibel erklärt, warum das eben nicht der Wahrheit ist. Nur die Menschen wollten die Wahrheit nicht erkennen. Die wollten in der Lüge weiterleben, sie wollten weiter verleumden. Da gab es auch genug, wie man eben heute so schön sagt, Hater. Ne? Und Michael Jackson ist eines der größten Fälle überhaupt in der Menschheitsgeschichte, wo gleich mal so ein paar Millionen Menschen gegen ihn waren. Ja. Ja. Okay, ja.
Ich muss leider jetzt das Video beenden. Ich bin ja schon so lange, ich filme jetzt schon extrem lang. Ja, also auf jeden Fall, Heiko, dem kann ich jetzt also absolut nur zustimmen. Mal eine Frage, was kann man eigentlich tun gegen Verleumdung? Das ist natürlich, wenn man selber verleumdet wird, ist natürlich schwierig. Sollte man Anzeige erstatten, aber das wäre jetzt dann wieder nicht Feindesliebe, ja. Aber durch eine Anzeige, wenn jetzt der Michael Jackson die Hauptverleumder jetzt angezeigt hätte, ja, wegen Verleumdung, weiß ja gar nicht, ob er es gemacht hat. Hat er es gemacht? Keine Ahnung. Müsste dich mal fragen, ja. Auf jeden Fall, wenn man halt eine Anzeige macht, ist natürlich auf der anderen Seite so, dass man der Gesellschaft zeigt, ich bin damit nicht einverstanden. Ich sage Nein zu der Verleumdung. Ja, im Zweifel für den Angeklagten. Also, was weißt du, was könnte man, wenn man jetzt betroffen ist, eigentlich machen gegen Verleumdung? Ja, soll man Anzeige machen oder nicht? Oder ich könnte mir natürlich denken, dass es zum Beispiel einfach dann wichtig wäre, dass man den Leuten das sagt, dass man sich erklärt in einem Video, dass man sich wirklich erklärt und sagt, ja, das stimmt nicht. Und wenn man wirklich Fehler gemacht hat, dass man sagt, okay, ich entschuldige mich dafür. Es tut mir leid, ja, wenn man wirklich Fehler gemacht hat, dass man sagt, okay, ja. Oder wenn vielleicht auch ein Teil davon stimmt von dieser Verleumdung, dass man sagt, okay, da hat zwar gestimmt, das und das habe ich vielleicht gemacht oder gesagt, aber das und das eben nicht, ja. Dass man dann sich entschuldigt für den Fehler, aber sich dann erklärt, ja. Vielleicht weißt du da was. Also, okay, auf jeden Fall nochmal, der Heiko Heilmedium ist für mich der größte Mann überhaupt. Also, ja, ich finde es super, ja. Er ist der Samen in den neuen Bundesländern, um den Menschen in den neuen Bundesländern wieder ins, also quasi zu Jesus zu führen. Ja, ich kämpfe hier unten in Süddeutschland, also deswegen ist ja Quatsch, wenn jemand behauptet, wir hätten uns abgesprochen, weil er wohnt ja so weit weg von mir, also ich habe ja eigentlich gar nichts mit ihm zu tun, das war ja reiner Zufall. Bitte unterstützt ihn, der sagt auch so viel gute Sachen, der bringt so viel Gutes in die Welt, also abonniert seinen Kanal, den Heilmedium, ja, und nutzt auch seine Heilfähigkeiten, ja. Vielleicht wird es nicht immer klappen, wer weiß, ist ja so auch bei, auch das sagt er zum Beispiel, hat auch mal Schamane zu mir, ich kenne einen Schamane aus Günzburg, und kann ja mal sein, aber es kommt dann immer darauf an, ob man die Krankheit, ob das eine Botschaft ist vom Universum, eine wichtige, ob man die selber auch wirklich sie mit der, es gibt ja Leute, die sich mit Krankheiten auch identifizieren, die ja da klagen und da Mitleid bekommen und sie also dieser Krankheit dann sogar eine Zustimmung geben. Da wird es natürlich schwierig, jemanden zu heilen, ja. Aber auf jeden Fall, ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, nutzt diese Möglichkeit der Heilung, ja. Also es gibt überall, es gibt im Internet viele so schamanische Selbst, also Geistheile und so, aber die sind oft sehr teuer, ja, also sie sind, also verlangen für eine Sitzung, ja, zum Beispiel, sag jetzt mal 200 Euro oder so für eine Sitzung, ja. Ich kenne noch einen Schamane aus Günzburg, der Reinhard Schönl und Petra Schönl, die machen das auch sehr günstig, also ich habe jetzt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, für fünf Sitzungen verlangt er 80 Euro, was extrem günstig ist. Oder war es für eine Sitzung, aber auch dann wäre es immer noch extrem günstig. Ja. Reinhard Schönl, also muss man sagen, Schamane hat ihn bei den Naturvölkern den Schamanismus gelernt, ja, und betreibt es da schon seit Jahren und war jetzt auch nur so eine Empfehlung, aber das ist wirklich der günstigste, wo ich wirklich, ich habe mich da auch schon viel damit befasst, wo ich wirklich weiß, und der Heilmedium macht es wirklich kostenlos, ja, der macht es wirklich kostenlos und es funktioniert. Ich bin das beste Beispiel. Er hat mir bewiesen, es funktioniert. Er heilt wirklich. Leute, ich sage euch jetzt, es ist schon bald ein halbes Jahr. Und normalerweise habe ich das ganze Jahr, also gerade im Frühjahr und im Sommer, extrem Pollenallergie. Es ist wirklich weg. Ja. Und er sagt zu mir, dein Glaube hat dich geheilt. Dann habe ich gesagt, aber so stark war der Glaube nicht. Weil man ist ja ein bisschen skeptisch. Ja, man kommt ja aus der physischen Realität. Man ist ja so streng wissenschaftlich und so erzogen. Aber es hat geholfen, ja, ohne dass mein Glaube besonders stark war, ja, deswegen nochmal vielen Dank, lieber Heiko, vielen Dank, Jesus Christus, gelobt sei Jesus Christus, wie gesagt, hilft ihm, unterstützt ihn, ja, vielleicht könnt ihr was spenden ihm, also ich habe jetzt leider nicht so viel Geld oder so, oder könnt ihr mal was schenken, wenn er euch geheilt hat, ja, ihm da unterstützen, aber es ist ja schon Unterstützung, wenn man seinen Kanal abonniert, bitte unterstützt Heilmedium, Soul to Soul EVP Medium, ja, unterstützt den Mann, das ist wirklich, der ist,
der ist super, ja. Ja, was habe ich noch vergessen zu sagen? Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, nutzt das Angebot, teilt das Video, ja, abonniert auch meinen Kanal bitte. Auch ich brauche Spenden, um, wie gesagt, also für meine Schriftstellerei, für neue Videos. Ihr seht ja da, ich habe ja das auch über Spenden finanziert. Ja, okay, habe ich jetzt alles gesagt? Ja, okay, also nochmal vielen Dank, lieber Heiko. Gelobt sei Jesus Christus. Und dann würde ich sagen, dann sieht man sich bis zum nächsten Mal. Macht es gut und bis bald.